Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du diesen Projektplaner selber machen kannst. Dafür brauchst du erst einmal natürlich dein Bullet Journal. Dann die Zebra Mildliner oder ähnliche. Ein Micron Fineliner, ein Geodreieck, Washi Tape, schwarzes natürlich, und einen weißen Edding. Ja, und dann können wir auch schon loslegen. Ich nehme für meinen Projektplaner eine Doppelseite und beginne direkt mit dem schwarzen Washi Tape. Also ich wollte oben halt Projektplanung als ja so ein Mittelding haben, den Heading. Ja, und dazu mache ich mir hier einfach das Washi-Tape rein. Das Schöne ist, dass ich das immer noch lösen und anders positionieren kann, wenn ich möchte. Aber so ungefähr soll es aussehen. Und auf die linke Seite kommt deswegen Project und dann auf die rechte Seite Planning. Denn es soll für eine Projektplanung über 3 Monate sein. Und zwar sogar 3 verschiedene Projekte. Ich weiß bisher noch nicht mal, welche Projekte das jetzt sein sollen. Aber letztendlich ist es auch egal. Also dieses Blatt funktioniert halt eigentlich immer, nicht nur für die letzten 3 Monate des Jahres. Du kannst es das ganze Jahr über benutzen. Und du siehst, ich bin auch schon wieder am Zählen hier, dass ich das Ganze in 3 ungefähr gleich große Bereiche abgeteilt bekomme. Ja, wie gesagt, also es sollen 3 Monate werden und dann kann ich jeden Monat verschieden einfärben und kann halt darunter schreiben, was ich für jedes Projekt machen muss. Ja, damit ich das Ganze in 3 Projekte einteilen kann, mache ich auf die linke Seite so kleine Boxen und da kommt dann eben Projekt 1 und der Name des Projekts rein. Ja, so weiß ich immer, an welchem Projekt ich gerade arbeite. Und auf die rechte Seite oben kommen dann eben die 3 Monate und also die Einteilung für 3 Monate und darunter jeweils die Aufgaben, die ich erfüllen muss in dem jeweiligen Monat, um dieses Projekt dann auch geschafft zu bekommen. Ja, und da wir gerade Herbst haben, habe ich gedacht, da kommen so ein paar Herbstdudel rein, also so ein paar Blätter hier einfach, nicht besonders viel, weil ich brauche ja hier auch viel Platz, aber so ein bisschen herbstlich darf es eben auch sein. Und das Ganze wird natürlich auch gleich, ja, eingefärbt. Ja, wie schon angekündigt, teile ich jetzt den Zeitstrahl in 3 gleich große oder etwa gleich große Bereiche auf. Ja, so habe ich für jeden Monat 1 Bereich. Ja, ein bisschen Farbe darf auch hier wieder nicht fehlen. Daher, ja, mache ich wieder, jeden Monat gebe ich eine Farbe und ziehe damit die Linie durch. Vorsicht wieder hier, wenn du dein Geodreieck anlegst, dass nicht Farbe am Geodreieck ist. Am besten immer nochmal abwischen, dann verschmiert das auch nicht mit der anderen Farbe.
Ja, wenn dem nämlich so ist, ja, so wie ich das manchmal mache, dann das sieht unschön aus, ne? Deswegen, also das kann man vermeiden. Ja, das war es dann auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat dieses Tutorial gefallen und du malst jetzt ganz fleißig deine Projektplaner und planst deine Projekte. Und wenn du dazu keine Lust hast, auch kein Problem. Unten findest du einen Link zu unserem Printable, das kannst du bekommen. Und dann druckst du das einfach aus und überträgst das mit Graphitpapier in dein Bullet Journal oder klebst es einfach rein. Auch kein Problem. Ja, ich hoffe, du lässt uns noch ein Like da, vielleicht auch einen Kommentar und vergiss nicht, ein Abo da zu lassen und die kleine Glocke zu klicken, damit wir dich, wenn immer wir ein neues Video hochladen, benachrichtigen. Und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!